Hallo Leute, damit auch willkommen zu einer neuen Folge von Hello Neighbor. Ja, dass unser Nachbar ein sehr dunkles Geheimnis hat, das wissen wir ja bereits. Und wir konnten uns auch schon einige Einblicke in das Haus verschaffen. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken für die letzte Folge, für das positive Feedback und für die netten Tipps und Kommentare. Wie gesagt, wenn ihr mehr hiervon sehen wollt, würde es mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Und ja, dann würde ich sagen, werden wir dieses Mal versuchen, weiter in das Haus reinzukommen und vielleicht sein Geheimnis endgültig zu lüften. Denn was ich hier jetzt nun gesehen habe, hat mich etwas erschrocken. Ein Grab. Ihr seht schon, hier ist es abgezäunt, hier scheint er irgendwas verbuddelt zu haben. Und es gibt in diesem Spiel auch eine Schaufel, mit der man das Ganze auch entgraben kann. Aber was sich hier drin befindet, das werden wir erst später herausfinden. Genau, wir sollten jetzt aufpassen, denn genau, so öfter uns unser Nachbar erwischt, desto schlimmer wird es. Noch weiß er nicht, dass ich hier herumspuke. Okay, er weiß es schon, aber er denkt, das war vielleicht ein Unfall. Aber wir sollten auf jeden Fall auf der Hut sein, denn manchmal ist er auch im Garten. Und hier scheint auch irgendetwas zu sein. Ich meine, wenn ich mir das generell angucke, dann steht hier irgendwas mit Fahrstuhl. Ja, ich kann zwar kein Russisch, aber ich würde mal vermuten, das hat irgendwas mit einem Fahrstuhl zu tun, den man vielleicht benutzen könnte, um in das obere Stockwerk zu kommen. Ja, wir können ja mal versuchen, irgendwas dagegen zu werfen. Ich habe einen Schuh. Vielleicht könnte das klappen, Leute. Nein, es hat nicht geklappt. Mein Schuh, da ist er. Wir müssen es doch mal probieren. Und, nein, es will nicht. So, ich würde sagen, wir versuchen das einfach mal mit einem Apfel. Ich meine, warum sollte das nicht gehen? So, wir zielen und, ja, funktioniert auch nicht so gut. Das ist echt schwieriger, als ich dachte. Es hat nicht funktioniert. Es funktioniert alles nicht. Ich könnte wahrscheinlich alles dagegen werfen, aber es funktioniert nicht. Naja, egal, dann müssen wir erstmal eine andere Strategie. Oh! Oh! Hä? Hallo! Mist. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Niemals, Herr Nachbar. Sie werden mich niemals kriegen. Ups. Das ist mein schöner Kleber. Genau, das sollte ich vielleicht behalten. Gut, er rennt jetzt in den Garten, das ist vielleicht meine Chance. Noch hatte ich hier keine Fallen aufgestellt. Eine Gießkanne. Hier rein. Schauen wir uns mal seinen Kühlschrank an. Was hat er hier? Leute, das ist die Karte. Das ist die Karte, die wir hierfür brauchen. Oh ja, das ist es, Leute. Jetzt müssen wir nur noch versuchen, diesen aufzutauen. Wie können wir das machen? Vielleicht mit einer heißen Bratpfanne? Nein. Mit Wasser? Heißem Wasser? Oder vielleicht einfach, indem wir den Strom abschalten. Das ist genial. Aber wie? Wir müssen wissen, wo führt das Kabel hin? Nach außen? Okay, es führt anscheinend hier nach oben. Und dann dort hinein. Wow, 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 wow. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hi! Okay, ein Kühlschrank. Wir müssen diese Karte entfrieren. Beziehungsweise auftauen. Aber warum rennt er jetzt immer in den Garten? Er versucht anscheinend den Lift zu bewachen. Das könnte meine Chance sein. Ich meine, Strom. Das sieht nach Strom aus. Es hat geklappt, Leute, es hat geklappt. Wir kommen jetzt tatsächlich ran. Okay, wenn ich meine Gießkanne mal wieder nippe, dann nehmen wir mal... Wir legen jetzt einfach mal den Schalter um. Gehen hier rein. Drücken diesen Knopf. Es funktioniert! Es funktioniert, Leute! Oh nein, 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 nein. Hi! Okay, Leute, wir haben anscheinend den Strom jetzt ausgeschaltet. Perfekt. Perfekt. Und er backt da fest. Er backt nicht fest! Mist, ist wahrscheinlich jetzt schnell. Okay, den Strom konnten wir ausschalten, aber was bringt uns das? Was bringt uns, dass wir den Strom ausgeschaltet haben? Ich weiß es noch nicht. Aber wir konnten den Strom tatsächlich ausschalten. Jetzt müsste doch theoretisch das Eis auftauen, oder? Oder hat es... Nein, er wird doch nicht etwa jetzt wieder... Er wird doch nicht etwa wieder den Strom anschalten, oder? Mist. Egal.
Oh oh. Nein! Hallo! Mist. Das war wohl leider nichts. Hörst du hin? Die Atmosphäre ist gleich wieder ganz anders. Helllichter Tag. Moment mal. Als wenn wir zwei Sonnen hätten, aber das eine ist eine Lampe. Naja. Ja. An so einem schönen Tag ist der Nachbar im Garten. Also, der Sicherungskasten ist anscheinend wichtig für das Spiel. Soweit haben wir das schon herausgefunden. Wir müssen irgendwie versuchen, dass das Eis auftaut. Und dann müssen wir diesen Knopf drücken. Ne? Den kann man anscheinend nur drücken, wenn die Sicherung aus ist. Oder ist der Knopf noch? Der ist noch auf grün, oder? Perfekt, die Lampe ist grün. Aber was bedeutet das nun? Nicht rein. Nein! Nein, nein, nein! Hallo! Leute, er ist immer noch gruselig. Dieser Nachbar ist immer noch gruselig. Okay. Was bedeutet es, wenn diese Maschine an ist? Was können wir damit machen? Oh nein, er ist hier irgendwo. Hi! Oh, wie immer guckt. Herr Nachbar. Ich weiß ja immer noch nicht, welches Geheimnis er hat, aber ich kann mir schon so einiges denken. Wahrscheinlich hat er seine Familie umgebracht und sie im Keller begraben. Wo Keller? Da müssen wir unbedingt rein. Und dafür brauchen wir die Karte. Naja. Okay. Wir versuchen es doch mal. Erstmal schauen, wo ist er gerade? Er ist in seinem Haus. Jetzt. Er patrouilliert. Und ist wütend. Er möchte anscheinend nicht, dass man sein Geheimnis herausfindet. Doch was für ein Geheimnis hat er? Das gilt es herauszufinden. Wir sollten vielleicht auch herausfinden, ob er die Maschine bereits wieder ausgeschaltet hat. Oh nein, 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 nein. Herr Nachbar. Und sie meinen Schrecken eingejagt. Okay, anscheinend jedes Mal, wenn er mich fast erwischt. Okay, die Luft ist rein. Was macht diese ganzen Puppen hier? Greif ich nach oben? Kann man vielleicht hier durchgucken? Oh. Aha. Puppen? Was machen die Puppen denn hier? Interessant. Interessant. Gut, und wenn wir jetzt einfach... Moment mal. Hier rüberspringen. Oh! Es geht! Da, die sind drin. Und jetzt können wir auch endlich... das Tor öffnen. Aber wir sollten es lieber schließen. Oh mein Gott, das ist laut. Was ist das, ein Regenschirm? Okay. Okay, mal ein Regenschirm. Oh. Was auch immer der uns bringen mag. Egal. Muss mal aufpassen. Oh nein, was ist, wir hier sind? Lass es leise sein. Ganz vorsichtig. Wir sollten kein Geräusch machen. Schnell runter. Und warum tickt jetzt hier auch die Uhr? Okay. Ich bin anscheinend nicht... Was ist, dass ich hier bin? Oh oh. Ich sollte fliehen. Mist. Nein! Oh oh! Hä? Okay. Okay, Leute, wir haben es auf jeden Fall schon mal ins obere Stockwerk geschafft. Und wir sehen, wir brauchen einen goldenen Schlüssel, einen grünen, einen blauen. Und wir haben selber nur einen roten. Dieser soll angeblich für ein Albtraumlevel da sein. Wie auch immer. Wie auch immer. So, Herr Nachbar.
Wir wissen auf jeden Fall schon mal, wir kommen irgendwie nach oben. Aber wirklich weit kommen wir da auch nicht. Die Türen waren verschlossen. Wie kann man diese entriegeln? Eine gute Frage. Wie sieht es denn aus mit dem Schalter? Der ist auf an tatsächlich. Das heißt, dass dieses Kabel, diese Stromverbindung gehen sollte. Aber wo führt diese hin? Eine gute Frage. Vielleicht zu diesem Lift? Vielleicht können wir jetzt diesen Lift einschalten. Da müssen wir aber irgendwas haben, was wir gegenwerfen könnten. Vielleicht die Gießkanne. Okay, nochmal, Leute. Oh Mann, das war schlecht. Muss auch irgendwas geben. Irgendetwas. Wow! Leute, dachte ich. Nein, 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 nein. Oh nein. Oh nein. Herr Nachbar. Ich wollte mich Sie kennenzulernen. Mist. Warum werfe ich denn immer... Warum werfe ich immer meine Sachen weg? Egal. Vielleicht finden wir hier irgendwas, das wir benutzen könnten. Die Bratpfanne vielleicht. Was auch immer der uns bringen mag. Oder das hier? Unser Fernglas, genau. So. Okay, geht wieder in den Garten. Wir müssen den Strom ausschalten. Merkt ihr das? Bringt das was am Kühlschrank? Scheint nicht zu schmelzen. Also den Stuhl nehmen wir schon mal. Das war laut! Das war laut! Nein! Hallo! Schöne Brusthaare haben sie. Leute. Wir müssen es irgendwie schaffen. Ich glaube, dieser Fahrstuhl hat... könnte uns irgendwo hinführen, wo wir mehr über ihn herausfinden. Über den netten Herrn Nachbarn. Genau, auch frage ich mich, wie wir diesen Fahrstuhl beheben. Vielleicht brauchen wir mehr Kartons. Vielleicht können wir so eine Art... Genau, wir bauen jetzt ein bisschen was, Leute. Also, noch ein Karton hier rauf. Und dann vielleicht. Schon besser. So. Immer noch nicht. Will nicht wissen, wie viele Items da schon drin liegen. Wir brauchen vielleicht noch einen Karton. Okay. Hier noch einen. Und dann noch einen weiteren. Vielleicht können wir dann rauf. Oh. Ja, das könnte was werden. Oh! Es ist Licht angegangen. Wenn ich jetzt das Fernglas hinwerfe? Das war ziemlich dumm. Aber an Karton sollte das erstmal reichen. Die Frage, was wir jetzt dagegen werfen können, dass es... so etwas Kleines sein. Wie das Fernglas. Weil so kommen wir da ja nicht ran. Oh! Herr Nachbar! Wo wollen Sie denn hin? Ich hab nicht versucht, in Ihr Haus reinzusteigen über ein paar Kartons. Mess. Und dieser Rasenmäher. Wo will der denn hin? Egal. Yes, what is it? And my name is Ellison. This is Harry Jarvis. We're from the Morning Chronicle. Hello. Rather busy.
sind meine Sachen? Aber ich komme nicht ran. Psst, hallo. Hallo? Polizei! Es geht niemand ran. Egal. Das funktioniert nicht. Wie auch immer, wir nehmen jetzt hier so viele Sachen mit wie möglich, die wir dagegen werfen können. Und dann versuchen wir, reinzukommen. Okay, Leute. Das war's mit der Folge von Hello Neighbor. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ihr habt schon gesehen, wir haben es jetzt schon mal ein bisschen weiter geschafft. Wir wissen jetzt schon mal, dass man nach oben kommt. Dass man anscheinend auch irgendwie diesen Fahrstuhl betätigen muss. Wenn ihr da vielleicht auch einen Tipp habt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Würde mich wieder sehr, sehr freuen. Ansonsten, ja Leute, wenn euch die Folge wie immer gefallen hat, gebt auf jeden Fall wie immer einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare. Schreibt mir nochmal, was ihr denkt, was diese Puppen hier zu... Was ihr glaubt, was es mit den Puppen auf sich hat. Ja. Und ansonsten, genau. War es dann wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.